Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute gibt es auf jeden Fall wieder eine Reaktion, Freunde, auf die unglaublichsten Clips aus dem Internet. Und zwar, er dachte, er spielt GTA. Wir schauen auf jeden Fall rein, Leute, auf dem Kanal von Transport. Ich würde sagen, let's go. Right now, or so. This spider will crawl on your face when you're sleeping. Hey, what's up, guys? Okay, let's go. Today, we're looking at people who stole vehicles and got shaved. Es geht um Leute, die Autos gesneakt sich haben. Die sich Autos ersneakt haben. This guy is on a dirt bike and he is getting chased by the cops. Das ist ziemlich schnell. He drives through several people's yards to make a crazy escape. Then this guy drives into the woods, so the police have to chase him on foot. But does he manage to escape the cops? Watch what he does, it gets crazy. Der spielt einfach GTA. Er hat einfach gerade 2 Sterne hinter sich und er muss jetzt abhauen. Auf dem Motocross. Ja. Alter, what? Hat er da übrigens, das ist ein richtiges Motocross. Also von vorne, von der Dashcam-Perspektive sieht das aus wie so ein Mini-Motorrad. Aber es ist wirklich so ein, es ist eine Sanchez. Wie ein GTA, es ist eine Sanchez. Ja. Der Freund wurde verfolgt. Okay. Ja. Und er? Boah, Leute, guckt euch mal an. Was? Wie viele Müllsäcke liegen denn da einfach? Oha. Wo ist denn die Müllabfuhr? Ja, er hat ihn einfach zugewinkt. Aber ich glaube, das war nicht das war jetzt nicht erlaubt. Er durfte ja nicht auf diesem Fahr... Hä? Und da ist er schon auf dem Weg. Bro, der denkt einfach wirklich, der spielt gerade GTA 5. Yo. Okay. Hui. By the way, macht das nicht nach. Natürlich nicht, Leute. Okay. Aber ich muss sagen, der hat sein Motorrad sehr gut unter Kontrolle. Aber hier, Junge, der nimmt hier einfach Abkürzung Offroad-Action. Aber, oh. Eieiei, jetzt ist er... Was soll denn das? Oh, er fährt in den Wald rein. Wow. Okay, da ist natürlich kein Durchkommen für die. Aber, ja. Ich weiß nicht, am Ende bleiben sie ja, glaube ich, stehen, ne? Aber das ist so voll weird. Guck mal, ey, er bleibt stehen. Aber du weißt schon, dass wie in GTA, wenn du stehen bleibst und erwischt wirst, dein Fahrzeug wird, Das ist einfach der Überchat, Junge. Der hat einfach das Auto seiner Mutter genommen. Stealing his mom's car, but he's not allowed to drive anyways. His mom freaks out at him for doing this. She literally just screams at him because he is breaking the law. Ja, okay, also ich weiß, das ist auch nicht so wirklich nice, ja. Das ist auch natürlich nicht machbar. Man sollte das nicht machen. Ich hoffe, dass sie jedenfalls nur auf dem Parkplatz damit sind. Na, nur auf dem Parkplatz, das ist vielleicht das kleinste Übel, aber am allerbesten natürlich am Sonntag, wenn kein Laden auf hat. Wobei in Amerika hat, glaube ich, jeden Tag so ein Laden auf. Aber ich glaube, der Sohn, der kriegt erstmal GTA 5 Verbot. But anyways, ja, the clip. Der kriegt so 100% GTA 5 Verbot. Junge, 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 Alter. GMC, Junge. Ist das nicht die Marke, die auch den DeLorean produziert hat? Bro, Alter, deine Lenkradhaltung. Oh. Also ich meine, ja, er ist gerade dabei zu lenken. Aber Junge, wie hält er das Lenkrad? Vor allem das Lenkrad steht so. Und er macht so. Okay. Eieieiei, die Lenkbewegung. Bro, wie hältst du das? Man merkt, dass das erste Mal, was der macht. Also normalerweise würde ich sagen, ey, der lernt, wie man das Ding benutzt. Er gibt sanft Gas. Also ich finde jetzt nicht, dass es sonderlich Katastrophe ist, ne? Aber normalerweise sollten ihm das seine Eltern beibringen. Vielleicht haben sie es ja auch beigebracht. Und er dachte sich so, jo, während meine Mutter einkaufen geht, fahre ich hier einfach um den Parkplatz. Junge. Ja, wie er sich einfach fühlt. Bro, ich freue mich, wenn ich einen Führerschein kriege. Ja, du kriegst aber nicht so ein Auto.
gave me a heart attack. Yo. Hey, hey, er hat immer in die Handbremse angezogen. Er hat den Wagen in den Park gestellt. Normalerweise würde der einfach wegrollen, wenn er in Drive wäre. Ey, der Typ ist nicht das erste Mal gefahren. Der weiß, was er tut. Bis aufs Lenken. Da ist er nicht gut. Warum machst du das? Guck mal, die Mutter einfach voll überrascht von dem Auto. Mutter, lern von deinem Sohn, wie man Auto fährt. Immer Augen auf die Straße, ne? Ja, genau, er schreit gerade, du weißt, dass ich fahren kann. Ja, das sieht man. Ja, in Amerika darfst du mit 15 schon alleine Auto fahren. I'm sick of this. Give me my bag and get the water bottle. Yeah, oh. I'm done. Das ist einfach das Amerikanischste, was ich hier gesehen habe. In this clip, this guy steals his dad's car. Hey. Hops in and locks the doors. Then while his dad is screaming at him, yo, this guy drives off in the car. Mit now, he GLC oder wie? Wanted to go to GameStop to get a new controller. But er wollte zu GameStop, um sich einen neuen Controller zu kaufen. Oh mein Gott, das tut so weh. Es tut so weh. But his parents end up screaming at him, so it clearly didn't end well. But now, let's roll the clip. Ja, gut. No! Open this door. No! Fine. I'm gonna drag you out of this window if you don't open this door. Are you serious? Bis, ist das dein Ernst? Open the door. Open the door. Where is it at? Das ist doch gefaked. Das ist niemals real. Warum ist da ein Vater und dann Sohn und dann immer ist da jemand mit Kamera? Das ist nicht real. Also das muss gestellt sein. I don't see no key. Oh, he's actually driving. Der fährt einfach wirklich. Ja. Cody, wo ist Zack? Zack und Cody an Bord. Are you serious? Ja, der ist nur ausgestiegen, um einen Becher mit Getränken nach ihm zu werfen. Wie frech ist der Junge? Das muss doch gestellt sein. Das ist nie im Leben, ist das echt. Das ist auch auf einem privaten, riesigen Hof. Oh Gott. Wisst ihr was? Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass diese Kinder alle mit Schaltgetriebe aufwachsen würden. Denn dann könnten sie nämlich nicht so leicht vom Fleck kommen. Are you serious? Ah, Junge, die ver... Er hat geparkt! Er hat das Ding geparkt! Warum sitzt der jetzt in einem Cabrio? Ja. Das ist nicht real. Das ist nicht real. Der kauft sich einen Controller, das ist in einer Plastiktüte, das ist einfach nicht echt. Das ist nicht echt. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, Leute, an der Stelle würde ich definitiv sagen, das war's von diesem Video, Leute. Heute ein etwas kürzeres Video, aber Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne natürlich einen Daumen nach oben da, wenn ihr eine weitere Episode haben wollt. Und schreibt gerne in die Kommentare, auf was wir später noch reagieren sollen und was euch mal passiert irgendwie auf der Straße oder so. Rein damit in die Kommentare, bis zum nächsten Video. Eigentlich ist raus, haut rein und ciao.